Benayet Way. Oh, wieder falsch. Eh? Oh, the land of the free and the home of the brave. Liebe Freunde, liebe Freunde, liebe... Ich darf nicht fluchen heute. Der Kollege Essig ist da. Ich hätte sicher schon gefragt, wie sieht der Kollege Essig aus? Genau so sieht er aus. Tief entspannt. Ich habe mich jetzt 2 Stunden da zurückgezogen in den buddhistischen Tempel und habe mir vorgenommen, heute nicht ein einziges Mal zu schimpfen. Stattdessen machen wir eine kleine Medienschau. Und ich habe hier ein paar Screenshots vorbereitet, die es in sich hat. Und jetzt tun wir einfach in, ja, in tief entspannter Art und Weise tun wir da doch einmal ein bisschen das Ganze lesen. Besonders interessant war heute der Artikel über den. Also nur zu sagen, liebe Rundschau, ihr kommt schon noch dran. Einfach im Zusammenhang mit dem Kollegen Essig. Der Kollege Essig, oh, jetzt muss ich aufpassen. Jetzt habe ich Angst. Ich muss da nicht stören rein tun. Gut, sind alle da? Ich muss nicht stören rein tun, weil sonst, wenn jemand anruft, bin ich weg. Aber jetzt kann man niemand mehr anrufen, jetzt bin ich safe. So, wir haben super, die Rundschau kommt noch ein Fett ab über und noch ein paar andere auch. Aber jetzt, weil ich eben da zu Gast bin, dem buddhistischen Tempel, habe ich gedacht, mache ich das etwas anders. Und wir reden ein bisschen über das Impfen. Und zwar hat der sympathische Kollege, der aussieht wie der Prinz William, zumindest von der Haarfrisur, der Dominik Straumann, der gehört nicht zur Risikogruppe. Da sieht man, er ist total gesund und munter, er ist erst 44. Das ist interessant, dass der Blick das zugibt. Er meint, alle sind gefährdet, Long-Covid und so, aber damals nicht. Er ist aber ein Impfdrängler, oder? Er ist also kein Impftrödler, wie gewisse Kantone, er ist jetzt ein Impfdrängler. Und wir wissen, Trödeln ist nicht gut, aber Drängeln ist auch nicht gut. Weil Drängeln, ja, Trödeln ist unsolidarisch, aber Drängeln ist auch unsolidarisch. So läuft das heute in der heutigen ihrer Welt. Wir wissen nicht mehr, was wir überhaupt noch dürfen machen, außer die heim sitzen und still sein. Und ich bin nicht still. Aber schau mal da, drin hat es einen wunderbaren Satz, und zwar haben sie gesagt, dass sie zuerst wollen, eigentlich Leute in Altersheim impfen. Er sei mit der ersten mobilen Einsatzeinheit in ein Altersheim gefahren. Dort hätten sich nicht alle Bewohner impfen lassen wollen. Deshalb seien einige, die vorgesehen waren, also hat sich praktisch niemand impfen lassen, nehme ich jetzt mal an. Und jetzt, daraufhin wurde das Personal für eine Impfung angefragt. Die hätten aber alle abgelehnt. Ist das nicht schön? Damit also unsere SVP, unser Blick, möchte ich da gerne einen SVP in die Pfanne hauen. Und damit sie das können, damit ihre Geschichte irgendwie Sinn noch gibt, haben sie den Satz reinnehmen, dass sich im Altersheim kein einziges Personal hat impfen lassen. Alle haben abgelehnt. Ja. Wer an der Quelle arbeitet, ist ja besser informiert und darum immun gegen Verschwörungstheorien, oder? Es ist jetzt schon noch seltsam, dass sich in dem Altersheim nicht jemand vom Personal hat impfen lassen. Wäre ich nicht in einem buddhistischen Tempel mit dem Kollegen Essig im Hintergrund, dann würde ich mir jetzt da mit anderen Worten zu helfen wissen. Aber heute bleiben wir alle ganz schön jugendfrei. FSK 6 Dani gibt es heute. Und welchen Weg hältst du den richtigen, fragt es 20 Minuten. Und da wissen wir, das hat vor einem halben Jahr noch anders stöhnt. 42% sagen, sofort alles öffnen. 30% sagen, schrittweise Lockerung je nach Situation. Also haben wir 3/4 der Leute, die Lockerung wollen. Und nur noch 20% sagen, Verlängerung des Lockdowns so lange wie nötig. Und 8% Psychopathen wollen harte Massnahmen, bis das Virus komplett verschwunden ist. Die warten quasi auf den David Copperfield, ist der da gestorben? Dass David Copperfield auf... Ist der, aber nicht an Corona gestorben, das war zu früh. Wir haben ja schon einen alten Corona gestorben, aber David Copperfield soll wieder auferstehen und mit harten Massnahmen das Virus komplett verschwinden lassen. Also die 8 Leute, denen sagt man Fundamentalisten, es ist Terrorismus, oder? Und sind in der absoluten Minderheit. Es hat gekehrt. Und wir können jetzt gespannt sein, wie die Massenmedien jetzt
Schritt für Schritt werden zurückrudern, um nicht alle Leute total vor den Kopf zu stossen. Einen besonders schönen Satz habe ich auch gefunden hier. Be think about it. Immer nicht bei Englisch reden, dann ist es besonders wichtig. Darum fluche ich auch gerne auf Englisch. Und da sagt er zum Beispiel: Wieso sollten wir so rücksichtslos sein und Menschenleben opfern, nur damit wir freier leben können? Nur frei leben. Also gibt es etwas Unwichtigeres als freies Leben? Aber interessanter ist der Kommentar mit 1402 Stellungnahmen, dort Leser. Blind rennen wir den Massnahmen hinterher. Wie wäre es denn mal mit dem Versuch, mit dem Virus zu leben? Machen wir mit jeder anderen Krankheit auch. Und sehen wir da, der fette Türkisbalken heisst genau. Und dann würde ich sagen, die machen etwa 80% der Leute aus. Für eine Zombie-Apokalypse, für ein es ist so kompliziert, itzibitzi, tini, wini, Honolulu, Strampikini, Kombi, Zombie, Mutante, Epidemie, ist das schon ein bisschen eine Verharmlosung. Oder? Und 80% der 20-Minuten-Leser, die man jetzt seit bald einem Jahr jeden Tag in Panik gestürzt hat, so etwas zu hören, das ist schon ein bisschen frustrierend für 20 Minuten. Ist echt ihre Propaganda doch mehr so eine Halbwertszeit, würde ich sagen, von 8 Monaten? Oder? Dann haben wir noch 8 Monate noch 50% gehabt, jetzt sind es noch 25% oder missglaubt. Also in 2 Monaten dann, oder wie will, ja wie immer, man selber rechnen. Hat geschlafen bei der Halbwertszeit. Auf jeden Fall, es werden immer weniger Leute. Und die Schweiz und die Welt wird langsam aber sicher freier werden. Denn auch jetzt der Klaus Stöhr, ein ehemaliger WHO-Funktionär und Epidemiologe, hat gesagt, die Virusausbreitung hat sich nicht beschleunigt. Wir haben das vielleicht gesehen, ich habe selber geschaut, im Worldometer, wir haben hier Zombie-Apokalypse, die im Quadrat, Zombie-Kombi-Apokalypse, die ausgebrochen ist, zuerst in England und fast parallel dazu in Südafrika. Und jetzt haben wir in Brasilien ja nochmal so eine Zombie-Apokalypse, Mutante oder Mutonkel, Mutneffe, Mutgötti gefunden. Und jetzt hat es geheißen, die Welt geht unter. Die Fallzahlen in der Schweiz, R-Wert, Zimmerbelege, Spitäler, alles Bach ab, alles. Aber dann hat man die Mutanten gefunden. Oder der, unser Captain Berset, unser Captain von der Titanic namens, oder früher in der Schweiz geheißen hat, der hat gesagt, es ist sehr, sehr gefährlich. Sehr gefährlich. Und jetzt kommt der ehemalige WHO-Funktionär und sagt, die Virusausbreitung hat sich nicht beschleunigt. Und wir haben gerade geschaut, könnt ihr selber schauen, in Afrika, Südafrika, in Brasilien, vor allem in England, da haben wir die Superapokalypse mit dem 50-60% ansteckenden Virus. Wahrscheinlich hat es niemand am Virus gesagt, dass er ansteckender ist. Sonst wäre ja jetzt halb England tot. Die Spitäler überlaufen, wie die englischen Spitäler sind immer schon überlaufen gewesen. Das weiss ich darum, weil ich kenne eine Kinderärztin, eine Portugiesin, die hat vor ein paar Jahren in England gearbeitet. Ich bin dort besuchen, also nicht sie, aber ihren Freund von ihr. Und sie war einmal 3 Tage weg gewesen. Und dann ist sie wieder heimgekommen. Dann hat sie erzählt, dass sie die letzten 2 Nächte je 2 Stunden geschlafen hat im Spital und die restlichen 68 Stunden mehr oder weniger durchgeschafft hat. So hat das Gesundheitssystem ausgesehen. Eine Kinderärztin aus Portugal hat 68 Stunden Schicht geschoben in 3 Tagen. Und jetzt jammern alle, wir sind auf YouTube, da darf nicht von Pfnüssel reden, da reden wir von der Zombie-Apokalypse und jetzt sind alle Stunden eine Zombie-Apokalypse zu fordern, dass wenn man so krasse Massnahmen ergreift und doppelt so viel Personal pro Patient braucht, dass in England ein bisschen, wie soll ich sagen, streng haben. Ja. Ich muss aufpassen, was ich sage. Auch grosse Hochachtung von allen Leuten, die Spitäler arbeiten. Wie auch von allen Lehrerinnen und Lehrern. All die Leute, die widerwillig jetzt seit 10 Monaten oder seit 9 Monaten, 8 Monaten, je nachdem wo,
müssen mit dieser Maske arbeiten. Was für eine Zumutung. Jetzt wird auch im SRF ein Artikel gewesen, was für einen riesen Mangel wir haben an Personal. Oder? Und es ist gar kein Ende absehbar, dass wir einen Mangel haben. Kein Wunder. Wer möchte schon freiwillig diesen Scheißjob machen? Ich meine, es war vorne schon gerade eine besonders schöne Arbeit gewesen, da irgendwelche, ihr wisst das, ich bin da im buddhistischen Tempel, ich kann da nicht präziser werden, aber aufgrund von dem, wer hätte das vorne schon wollen machen? Und jetzt, den ganzen Tag mit dieser Maske umsäckeln, wer will da? Wer will da? Was für ein Scheißjob? Lieber go stempeln. Ich rate zum Stempeln. Oder? Weil der Staat hat jetzt schon hunderte Milliarden zum Fenster ausgeworfen. Es kommt jetzt um die paar Milliarden nicht mehr drauf an. Gehen go stempeln. Wenn es euch zu viel wird, gehen go stempeln. Das sage ich, wo eigentlich nicht so leise finden, wenn Leute freiwillig nicht arbeiten, aber außergewöhnliche Situation, ich sage, in den nächsten 24 Monaten, solange man kann, geht man stempeln. Das ist kein Aufruf zu einer Straftat, das ist ein Aufruf zur Wahrung von euren Rechten. Ihr seid Versicherungsnehmer und wenn ihr einen Job nicht mehr aushaltet, lasst euch krank schreiben. Vielleicht findet ihr noch einen anständigen Arzt, der euch das Zeugnis schreibt. Und wenn das nicht geht, kündet ihr halt und geht stempeln. Mein Rat, wenn ihr es euch leisten könnt, natürlich. Dann, genau, schaut da. Bei Ihnen klingt es, als wären die Mutationen kein Problem. Aber können daraus nicht immer wieder neue Varianten entstehen, die dann vielleicht noch gefährlicher sind? Und jetzt kommt die unglaubliche Erkenntnis, es ist immer ein Problem, wenn ein neues Virus da ist, seit der Herr Stör. Vom Coronavirus wurden allein in den vergangenen Monaten 7000 Varianten gefunden. Hä? 7000 Varianten. Das ist schon interessant, wie will er kurzer Zeit, dass jetzt dann können die drei Zombie-Apokalypse sus Ableger finden, weil ja die statistisch gesehen gar nicht bewirken. Bis jetzt. Ja, gut. Auf jeden Fall gehen wir gerade mal weiter. Ihr merkt, ich rede mit der Engelszunge. Ich kann nicht im politischen Tempel Sendungen machen. Ist total zahnlos. Ich überlege, ob ich die Sendung jetzt nicht am besten gerade beenden, statt eure Zeit weiterhin zu beanspruchen. Aber gebt mir noch mal eine Chance. Ich probiere es noch mal. Die No-Covid-Initiative, das ist ja die Zero-No-Covid, heisst, wir müssen so radikal Massnahmen ergreifen, dass eben der Virus, dass ein Virus langweilig ist und er einfach ausstirbt. So wie wir im Lockdown vor Langeweile verrecken, machen wir es gleich mit dem Virus. Der Virus soll so langweilig werden, dass er einfach stirbt. Und darum ist das eine super Idee auf Null. Oder wie Null Verkehrstote. Wir gehen nicht mehr auf die Straße, bis wir Null Verkehrstote haben. Wir fahren ein Jahr lang nicht mehr und dann gehen wir wieder auf die Straße. Wenn wieder einer stirbt, machen wir wieder ein Jahr lang alle Straßen dicht. So wird man das machen. Und jetzt fragt ihr, ob das möglich ist. Und dann sagt jetzt, die No-Covid-Initiative bekommt immer mehr Zustimmung. Da würde ich gerne mal eine Umfrage sehen vom Blick, wenn Sie Leser fragen, wie viel Zustimmung dass das die Idee findet, dass man weiter im Lockdown macht, bis das Virus in die ewigen Jagdgründe sich verabschiedet. Und besonders lustig ist jetzt der Leserkommentar. Stefan Rohner schreibt, danke für den offenen und ehrlichen Bericht eines neutralen Experten. Der Stefan Rohner hat noch nicht verstanden, dass es nicht so ist, dass man keine Virologen finden würde, aber panikmildernde Sachen erzählen würde. Sondern die Sache ist, dass sich das Medium-Blick bis jetzt einfach immer standhaft geweigert hat. Und etwa jeder 500. Artikel ist dann ein kleines Zückerli für die Affen, die das Medium weiterhin konsumieren. Aber vielleicht hat jetzt der Blick doch langsam gemerkt, dass sie alle ihre Leser vor den Kopf stoßen und dass ihre übelste Propaganda im Auftrag vom Bundesrat oder dem Bundesrat zudienend nicht mehr Früchte trägt. Und dann müssen sie sich so etwas überlegen. Da wird man noch irre im Kopf, schreibt Iris Staufer. Virus ansteckender oder doch nicht? Kinder keine Virusüberträger oder doch? Masken nützen nichts oder doch? Was soll man da noch glauben? 15 Herzli, 5 wütige Kommentare. Wieso die Leute wütig sind, weiss ich nicht. Ich kann etwas sagen. Man kann nichts mehr glauben. Nicht, wenn man Blick liest, wenn man SRF liest. Die Zeiten sind vorbei. So. Da wieder eine Danke für den Blick, für diesen Artikel. Hoffentlich lesen den auch die Leute des BAG
und fremde Taskforce. Vielleicht kommen die Herrschaften danach auf die Idee, sich nicht nur auf Panikverbreitung zu konzentrieren. Jörg Brunegg. Du bedankst dich beim Blick, der seit 9 oder 10 Monaten nichts anderes macht, als sich auf Panikverbreitung zu konzentrieren. Es ist schon unglaublich, wie medienunmündig gewisse Menschen sind. Der Leandro Blasi schreibt etwas Interessantes. Ich sage das schon seit langem. Ich bin kein Virologe, habe nur ein gutes Allgemeinwissen und kann 1 zu 1 zusammenzählen. 42 zu 3. Also. So geht es weiter. Denn da, schaut da, das ist ein ganz interessanter Artikel im Spiegel. Schätzung für 2020. Deutsche haben durch Covid-19 mehr als 300.000 Jahre Lebenszeit verloren. Und dann sagen sie, der durchschnittliche Tote hat 9,6 Jahre verloren. Jemand, der unter 70 gestorben ist, hat sogar 5, im Schnitt 25,6 Jahre verloren. Da habe ich jetzt eine interessante Frage. In Deutschland haben wir null Übersterblichkeit. Wie kann das sein, dass man keine Übersterblichkeit hat, aber anscheinend hunderttausende Jahre verloren gegangen sind? Ich kann es ganz einfach erklären. Die Studie, die ich nicht im Detail durchgelesen habe, aber wenn ich höre, dass da ein durchschnittlich 82-Jähriger 9,6 Lebensjahr verloren hat, dann ist die Antwort schon da, der macht genau den gleichen Mist wie die Universität in Glasgow irgendwann im letzten Mai oder Juni. Ja, dort haben die Studie herausgebracht und haben gesagt, an einem durchschnittlichen Corona-Toten hat man 10 Lebensjahre gestohlen. Und dann haben sie eine Lebenstabelle gezeigt und haben gezeigt, schaut da, ein 82-Jähriger, der jetzt an Covid gestorben ist, der hätte noch 10 Jahre gelebt, weil jemand, der bereits 82 ist, ist so statistisch in England am Ende von seinem Leben. Aber weil er ja bereits 82 ist, hat er zum Beispiel eine 90-prozentige Chance, 83 zu werden, und eine 80-prozentige Chance, 84 zu werden und so weiter. Und darum hat er dann noch irgendwie eine 10-prozentige Chance, zum 92 zu werden. Und dann haben sie gesagt, okay, ja, also eben, der hätte ja noch können, in 82 noch 92, aber Covid hat ihn jetzt aus dem Leben rausgerissen. Und das ist ein Denkfehler. Eigentlich sehr ein einfacher Denkfehler. Man sollte meinen, dass Statistiker, Mathematiker, Epidemiologen so etwas verstehen. Aber ich behaupte mal, dass sie das entweder nicht verstehen oder einfach nicht wollen verstehen. Die Sache ist doch die, dass wenn ein 82-Jähriger stirbt, du bei jedem 82-Jährigen kannst sagen, wenn er nicht gestorben wäre, hätte er noch 10 Jahre gelebt. Da kann man auch sagen, wenn er, ihr kennt meine legendäre Sendung von den weißen Socken, wenn er mit weißen Socken gestorben wäre. Nicht mehr können sagen, hätte er keine weißen Socken angehabt, hätte er noch 10 Jahre länger gelebt. Es gibt keine statistische Evidenz, dass Covid die Lebenserwartung statistisch signifikant reduziert. Und dem hat sich nichts geändert seit dem Ausbruch der Pandemie. Und darum, also, der Denkfehler ist eben der, oder? Ein 82-Jähriger, der Covid überkommt, der überlebt das mit über 90%iger Sicherheit. Und die werden eben 83, 84, 90, 95, 98. Und dann gibt es einen kleinen Prozentsatz und der stirbt. Aber jetzt von denen zu behaupten, wenn die nicht gestorben wären, dass Covid hätte es noch 10 Jahre gelebt, ist ein völliger Fehlschluss. Das ist einfach falsch. Und das habe ich schon debunked, das habe ich übrigens der Rundschau mitteilt. Die Rundschau hat nach meinem Gespräch, den ich mal fast 2 Stunden interviewt, haben sie publiziert, weil es nicht in ihre Propaganda gepasst hat. Und die haben mir aber nach dem Interview noch gesagt, was halte ich für die Glasgow-Studie. Und in Zusammenarbeit mit meinem Statistiker, wo ich mir übrigens die Studie innerhalb von 10 Minuten debunked hat, das ist kein Scherz, innerhalb von 10 Minuten hat man die Antwort gegeben, habe ich dann die Antwort lang ausformuliert an die Rundschau schreiben. Sie hat sich bedankt und seitdem habe ich nichts mehr gehört. Zum Glück. Was für ein Gesindel in dieser Redaktion. Das weiss man seit dieser Sendung in der Weltwoche, sage ich immer Weltwoche, in der Rundschau. Schaut ihr doch an, die aktuelle Sendung, ich glaube, der zweite Bericht ist es gewesen, was die machen mit dem Dr. Rainer Schregel und Dr. Andreas Heisler. Wenn wir schauen, dort wird der Zitat vorgelesen von der Stimme aus dem Off. Zum Beispiel, dass er sagt, die Corona ist so tödlich wie eine leicht überdurchschnittliche Grippe oder so etwas. Und der Sprecher, ich das nachher noch gerne im Detail denn seziere, sagt im vollen Ernst, dass in einem Tonfall wie,
ich habe mit meinem Kollegen Essig im Hintergrund daran gar nicht so zu reden, aber der hat quasi gesagt, Corona ist nur wie eine Grippe. Also die Stimme aus dem Off klingt schon völlig hässig und aggressiv. Also die haben es nicht fertig gebracht, wenigstens den Ski zu fahren von der Objektivität. Und wenn ihr die Sendung schaut, dann seht ihr auch den Journalist, wo der extrem, ich kenne Andreas Heiser, das war bei einem Interview, schaut die Sendung an, sehr eindrücklich. Der hat in aller Ruhe Antworten gegeben und der Journalist, ich sage jetzt Journalist, dass die Leute nur hören, mit wissen, ich mache jetzt da mit den Finger Anführungszeichen, der Journalist hat völlig hässig reingewäffelt. Oder? Und da merkt man, wie Propaganda funktioniert. Rainer Schregel hat gestern hat das in Wertungsgespräch gesagt, ich hoffe, du nicht kein internes rausplaudern. Ich glaube, ich würde internes rausplaudern. Das mache ich nicht. Auf jeden Fall kann man mutmaßen als normaler Zuschauer nicht gerade der sympathischste mit Zeitgenoss. Ich merke, ich muss wieder an meinen Küchentisch hocken, an meinen eigenen Küchentisch, weil mit dem Kollegen Essig im Hintergrund klappt das nicht. Da rede ich ja harmloser als Andreas Thiel. Und Andreas Thiel im Gegensatz zu mir einen gewissen Intellekt und ich habe darum seine milde, seine Gabe vom milden Ausdruck Gewicht verleihen. Ich muss einfach schimpfen über die verfickte Drecksarschlöcher. Oh, Entschuldigung. Über die Drecksarschlöcher von der Rundschau und vom Blick und vom Bundesrat und von all den anderen. Aber es kippt und es kippt täglich schneller. Es wird immer mehr und vielleicht kommt Roger Köppel an die nächste Demo und dann haben wir bald schon Ende Gelände. So. Tut mir leid für das absolut milde Senden. Ich verspreche euch, morgen wird wieder geflucht. Hebt euch an und bis bald. Ciao miteinander. Ah, übrigens, ich habe einen Brief bekommen. Oh, ich kann nicht vorlesen. Ich hatte eine Abonnentin und sie hat gesagt, ich fluche zu viel. Und darum hat sie das Abonnement gekündigt. Und ich habe ihm gesagt, das täte mir verfickt leid. Und dann ich klammere, sorry, I could not resist. Und er hat gesagt, wer sich jetzt noch über Stilfragen empört, in dem Moment, wo wir da drin stecken, der hat den Ernst von der Lage verfickt nochmal nicht verstanden. Das zweite verfickt haben verkniffen. Aber immer alle, ich habe ganz am Anfang vom Senden auf YouTube, ich habe ja wirklich Dutzende Nachrichten bekommen. Dani, deine Sendungen sind noch gut, ich würde es gerne meiner Tante zeigen, aber du fluchst so viel, ich kann das nicht machen. Und dann habe ich einfach immer gesagt, ich rede, wie ich will, ich mache mein Ding, du machst dies, you do you, I do me. Oder? Und das hat dann ist immer weniger geworden und dann langsam sind Komplimente gekommen. Dani, du fluchst für mich mit. Ein Psychiater hat mir auch geschrieben, hat mir noch Inspirationen gegeben, wenn ich auf Schweizerdeutsch kann fluchen kann. Ich habe mich an diese Sendung noch erinnern. Und eigentlich merke ich, sie eigentlich über den Berg und jetzt kommt wieder eine so eine Nachricht. Und ich muss sagen, bei den Leuten, wo es schief aufstößt, wenn ich über die schönste Sache der Welt rede, nämlich über das Kopulieren zwischen den Consenting Adults, und das meine ich ja mit Ficken, wer sich über so etwas aufregen kann, der sollte vielleicht nochmal 2 Jahre im Lockdown hocken, bis er verstanden hat, was für ein verfickter Bullshit und was für eine Gülle über uns abgeklärt wird. Monat für Monat, Tag für Tag, Stunde für Stunde und bald Jahr für Jahr. Hebt euch Sorge, Halleluja, Motherfuckers. Oder nein, ich mache ja Yoga. Wie sagt man im Yoga? Nicht Hajime, das ist Karate. Jetzt habe ich es vergessen. Ich soll es immer. Kannst du nicht schon das sagen? Komm, sag mal schnell, wie sagt man im Yoga? Shit. Wie sagt man im Yoga? Namaste, Motherfuckers. Genau, da finde ich es so aus. Da finde ich richtig Tarantino-mäßig. Namaste, Motherfuckers. Hebe dir Sorge. Ciao miteinander.